Es ist wieder Montag und ich freue mich unglaublich, dass heute wieder Montag ist. Ich bin Coach Paul und hier kommt ein neues Low Carb Challenge Update. Let's go! Ja, eine neue Woche beginnt. Das heißt auch, dass wir in unserer Facebook-Gruppe immer nach dem aktuellen Stand fragen. Wir fragen und äußern uns zum Thema, wie viel Gewicht ist denn schon abgepurzelt, abgeschüttelt und weggeschmolzen worden. Nicht, dass das Gewicht das einzig Wichtigste ist, um an der Challenge teilzunehmen. Natürlich auch. Aber neben dem Ziel, Gewicht zu verlieren, heißt es, nackt wieder besser aussehen. Und das beginnt für uns von innen nach außen. Was ich damit meine, naja, viele reduzieren vielleicht das Nacktgut aussehen irgendwie nur aufs Äußere, wenn sie meinen Slogan hören. Und dem ist bei weitem nicht so. Ich lese in unserer Gruppe so viele tolle Kommentare, dann meistens nur im Nebensatz. Boah, und mir geht's viel, viel besser. Ich fühle mich, als ob ich 5 Kilo abgenommen hätte, aber auf der Waage tut sich nichts. Und da ist wirklich mein Plädoyer an euch und an dich vielleicht auch, wenn du dich angesprochen fühlst. Nimm das Ding, was die Waage dir sagt, nicht ganz so ernst. Es ist ein Marker, den man sehr einfach halt einfach vergleichen kann. Es ist einfach eine Zahl, es kann eine Motivation sein. Und das ist der Grund, warum wir das als Marker jede Woche hernehmen. Aber es ist nicht unbedingt der explizite Marker, der deinen Erfolg widerspiegelt. Hör einfach in dich selbst hinein. Kannst du zum Beispiel mehr oder einfacher wieder Kniebeugen machen, wie in unserem Trainingsprogramm? Schaffst du vielleicht den einen oder anderen Liegestütz? Fällt es dir einfacher, die Treppe hochzugehen? Natürlich ist die Low Carb Challenge eine 30-Tage-Challenge, aber das heißt nicht, dass du in diesen 30 Tagen deinen Traumkörper hast oder tatsächlich so aussiehst, wie du dich dir, so wie du dich dir nackt gut vorstellst. Natürlich nicht. Es ist ein Start. Aber fang einfach an, erstmal im ersten Step gesünder zu werden, bessere Entscheidungen zu treffen, was deine Ernährung, was dein Training, was dein Alltag allgemein antrifft, und fang dann an, fitter zu werden, was sich dann natürlich auch im Gewicht widerspiegelt. Das Gewicht hängt auch von so vielen unterschiedlichen Sachen ab, ob es mehr oder weniger wird. Wenn du mit viel Gewicht startest, ist es natürlich deutlich einfacher, von der Kilogramm her, von der Kilogrammzahl her schneller Erfolge zu haben. Muss aber nicht unbedingt sein. Viele Menschen haben schon zig Millionen verschiedene Diäten hinter sich. Der Stoffwechsel ist vielleicht langsamer. Es kommt das oder das dazu, das oder das dazu. Es sind so viele Faktoren, die das beeinflussen, wie schnell oder wie langsam du abnimmst. Deswegen mach dich da bitte nicht verrückt. Schöpf einfach Energie und Motivation und Inspiration aus den Comments und aus den ganzen Beiträgen, die in der Gruppe stattfinden. Hab einfach Spaß daran und lass deinen Körper im Nebeneffekt gesünder und fitter werden. Und wie du das schaffst, vielleicht nicht nur in der Facebook-Gruppe, vielleicht bist du ja nicht so viel auf Facebook unterwegs. Dazu, ich hatte ja letzte Woche dir einen Buchtipp gegeben. Das war How to Get Gelassenheit von Patrick Lünen. Vielleicht hast du es ja gelesen, schreib es mir in die Kommentare, wenn du es gelesen oder gehört hast. Es gibt es auch als Hörbuch. Wie es dir gefallen hat, was du daraus für dich rausgezogen hast, also schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Und ich möchte dir heute einen weiteren Tipp mit an die Hand geben, wenn du vielleicht jetzt nicht unbedingt viel auf Facebook unterwegs bist oder in unserer Gruppe, weil das zu viel an Rezepten oder so ist, dann möchte ich dir unbedingt diesen Tipp hier mitgeben. Und zwar von Jorge Bucay: Komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Und warum ich dieses Buch sehr, sehr geil finde, ist einfach schon der Slogan hinten drauf, der das Buch beschreibt es sehr gut. Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen, Erwachsenen, damit sie aufwachen. Und dieses Buch ist vollgespickt mit vielen, 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 vielen Kurzgeschichten, teilweise nur über 2, 3 Seiten, die sehr viele Parallelen bei dem einen oder anderen im Leben aufzeigen. Und wo du, wenn du so zwischen den Zeilen hinliest und das vielleicht so ein bisschen drauf achtest und das dir ein bisschen zum Herzen nimmst, vielleicht du auch deine Erfahrungen und Konsequenzen daraus ziehen kannst, um vielleicht beim nächsten Mal in deinem Leben bessere Entscheidungen zu treffen. Ich freue mich sehr auf quasi, naja, es ist nicht die letzte Woche, aber sehr viele Challenger haben vor 3 Wochen angefangen. Das ist jetzt sozusagen dann deren letzte Woche. Ich freue mich sehr auf dieses letzte Viertel. Mein Football Coach hat immer gesagt, die Spiele werden im letzten Viertel gewonnen, und so ist es. Wir merken es auch ganz krass an den Kommentaren. Ich glaube, in der allerersten Woche
waren es, glaube ich, knapp noch, ich glaube knapp über 900, die ihr Startgewicht gepostet haben. Jetzt heute waren es, glaube ich, so knapp 300. Und das zeigt auch, hey, es fallen viele Menschen raus. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht hat Low Carb nicht gepasst, vielleicht hat Low Carb nicht geschmeckt, vielleicht war zu viel Urlaub dazwischen. Und Ausreden, oder ne, nicht Ausreden, das ist das falsche Wort, aber Gründe, warum Menschen jetzt nicht mehr mit dabei sind, gibt es viele. Und manche sind sogar vielleicht durchaus plausibel. Aber bleib du jetzt dran. Wenn du jetzt schon die dritte Woche mit dabei bist oder die zweite Woche oder wenn du auch gerade eben erst angefangen hast, nimm den Drive mit und bleib dabei. Bleib dabei für dieses letzte Viertel, denn in diesem letzten Viertel wird das Spiel gewonnen. Meistens. So viele Menschen stehen so kurz davor, zum Beispiel in den Uhu-Club zu treten, in den Unter-100-Club. Viele Leute haben auch schon geschrieben, boah geil, endlich eine 7 das erste Mal bei meinem Körpergewicht vorne dran. Endlich mal eine 6, endlich mal eine 5. Bleib jetzt einfach dran für dieses letzte Viertel. Zieh es durch, mach's konsequent und steiger dich im Verhältnis zur Vorwoche nochmal. Schau, dass du vielleicht noch ein bisschen bessere Entscheidungen triffst, was deine Ernährung angeht. Vielleicht fängst du auch an, die ein oder andere Bewegungseinheit mitzumachen, das ein oder andere Training. Und dann freue ich mich sehr auf einen grandiosen Endspurt mit den Ersten, die durch diese ersten 30 Tage mit mir durch sind. In dem Sinne, schreib mir wie gesagt unten gerne in die Kommentare, falls du dieses Buch vielleicht schon kennst. Schreib mir auch unten gerne in die Kommentare, wie du How to Eat Gelassenheit von Patrick Lühnen gefunden hast. Und dann freue ich mich sehr auf das nächste Challenge-Update. In diesem Sinne, bis bald und let's go!